So, willkommen zurück zu The Legend of Zelda, dem Minicap und... Oh, Briefträger steht mal im Weg. Wir brauchen jetzt eigentlich bloß noch, habe ich so festgestellt, Fragmente mit den zwei Tingles zu vereinen. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, welches die Tingles waren, welche noch fehlen. Ich vermute mal der Lila, ne? Geht um einiges fixer und ist so für den Endkampf dann um einiges schöner. Muss ich mal so mit sagen. Ne, mit dem Hammer. Aber ein was anderes machen, wenn wir schon mal hier sind. Können jetzt nochmal zu der Kuh durchboxen. Ja, geh aus dem Weg, ey, dumme Kuh. Du. Kabelui. Will nämlich so weit auch nicht mehr. Ach, naja. Kurzer Aufnahmestopp, ich muss kurz ans Telefon gehen. Bis gleich. Tschüss. So, da bin ich wieder. Telefonat mit Mutti beendet. Ja. Das tägliche Telefonat, was natürlich unbedingt sein muss, wenn ich gerade knapp zwei Minuten nach Start ist. Der Folge ist. Na, jetzt steht mal wieder die blöde Kuh im Weg hier, ey. Das ist nicht mehr feierlich, ne? Kann die sich mal hier wegbewegen? Extra mal schnell machen, dass ich hier vorbeikomme. Dumme Kuh. So, gehen wir mal hier hin. Müssen wir mit dem Typen Fragmente vereinen. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Tingle wir noch Fragmente vereinen müssen. Ja, da wir auf jeden Fall ein Fragment haben, das haben wir sogar. Der David Junior. Ja, da fehlt bloß noch einer. Aber mir fehlt das Fragment dafür. Absolut keine Fragmente. Wir könnten. Auf gut Glück gucken, ob hier. Irgendwo. Nimmt vielleicht einen Boden verschieden. Ich brauche keine Rubine, verdammt. Ich brauche keine Herzen, verdammt. Ja, ein rotes Fragment. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich brauche grüne Fragmente. Muscheln irgendwie. Die wollen mich wirklich mobben hier. Ich stehe das Gefühl. Also deswegen sind schon mal grün. Was ist für Instanz? Weiß ich ja noch, ne? Könnte nützvoll sein, muss aber natürlich nicht. Einmal komplett Boden umpflügen hier. Mm-hmm.
würde so brüllen, wenn ich hier buddel und dann ein grünes Fragment ins Wasser fällt. Ich würde brüllen. Hässliche Dreckswanze. Scheiß Rubine, wer will denn schon scheiß Rubine haben? Need that Fragment! Ja, so. Einmal komplett Boden umgegraben hier. Haben wir noch was? So, was war's für eins? Könnte sogar brauchbar sein. Könnte brauchbar sein. Welcher Tingel fehlt denn noch? Der Tingel oder der. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Swingle. Ich glaube, das ist Swingle, der blaue. Wie einfach überall diese hässlichen Wanzen drin hocken hier. Hässliches Viehzeug. Braucht keiner, will keiner. So. Na, dann machen wir uns mal. Hier dann. Einfach, weil wir es können. Du musst schon mal in den Baum reingehen. Hier. Zünden und hochgehen, da fehlt bloß noch eine. Ich habe aber das Gefühl, das könnte da sein, der hier links ist. In der Hochebene von. Hast du nicht gesehen? Ist zu ungewohnt, dass die noch ausgewählt sind. Auch nicht. Na, da wird es wohl bloß noch Tingle sein, da fehlt. Da, zu dem machen wir mal fix. Weil ich hoffe, dass das ist das passende Fragment. Ja, ich weiß, ich könnte auch die Schuhe nutzen, die Laufschuhe. Ich könnte natürlich auch in den Gegner reinrollen. Oh mein Gott, da ist was getroppt. Ja. Musste ja mal passieren, das musste einfach mal passieren. Auf den Gegner drauf springen kann ich. So, jetzt aber flott. Boah, jetzt wieder mir schon wieder im Weg steht der Briefträger. An uns, wo ein Glücksfragment drin ist. Uhu. Und jetzt fällt hier eine Leiter runter. Zu dieser epischen Kiste. Und wie ich schon gesagt hatte, es gibt nur noch ein was, also es gibt noch zwei was, aber das eine kann ich nicht verbessern. Das kann ich dann erst im neuen Spiel machen. Und deswegen ist das für uns das letzte, was wir jetzt bekommen konnten. Der magische Boomerang.
Ihr habt gesehen, wenn ich B gedrückt halte, kann ich den steuern. Wenn ich ganz normal werfe, ohne B gedrückt zu halten, beziehungsweise die Boomerang-Taste, da fliegt er irgendwo, also fliegt er einfach seine Richtung. Ah ja, komm ich noch. Ah, ich muss wieder den Umweg laufen. Ihr seid so lame. Ich hätte mich auch noch darum kümmern können, dass ich auf 600 Rubine komme und mir den großen Köcher hole, aber ich habe mir gedacht, nö, ist mir auch nicht so pralle wichtig. Ups. Hey! Ja, ja. Wir sind die jetzt hier gelaufen. Boah. Bin ich blöd oder was? Der runterkommt und der hier so läuft. Geht doch. Warum nicht gleich so? Einfach ignorieren, was hier alles an Viehzeug unterwegs ist, weil das hat mich einen feuchten Kerricht. Hauptsache wir sind hier. Heilige Stätte, ole. Und wir zimmern das Schwert jetzt hier rein, um es zu dem heiligen Schwert werden zu lassen. Weil hier in dem Teil gibt es quasi kein Master Sword, es gibt nur das heilige Schwert. Und das sah gerade aus wie ein Dolch. Sieht sehr aus wie ein Dolch. Windelement wurde übertragen. Die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen. Nun ist es das Schwert der vier. Jetzt kannst du dich vier teilen. Lädst du das Schwert mit Energie auf, indem du den Knopf gedrückt hast, lässt du ihn dann los, fährst du einen Strahl ab. Verstanden, der Mensch von dem Fluch des Hexenmeisters befreit. Huhu. Und damit können wir jetzt nach oben gehen. Und wurde ein Weg frei gemacht. Jetzt hat sich eine Tür geöffnet. Vielleicht führt sie zu dem Raum, in dem das Geheimnis des Forts verborgen ist. Lass uns hineingehen. Auf den Weg. Na nur dieses Bild aus Glas. Es scheint auf den Ort hinzuweisen, auf an dem sich das Fort befindet. Oh ja. Vor langer, langer Zeit, als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte, stiegen Minnig vom Himmel herab, um einen Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Das goldene Licht, Force, weilte lange bei der Prinzessin von Hyrule. So war das nicht wahr? Du bist so unglaublich naiv. Erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann führst du mich her. Ich brauche euch nicht mehr.
Fatih. Jetzt weiß ich, wo das Schloss verborgen ist. Apu, wach auf, Apu! Dieser Fatih hat sich in den König verwandelt, um das Schloss zu suchen. Irgendwie hat er von diesem Ort erfahren und darauf gewartet, dass wir das heilige Schwert wieder erschaffen. Wenn die Darstellung auf dem Glasbild stimmt, ruht das Schloss in Zelda. Dieser Kerl wird bestimmt versuchen, Zelda das Schloss zu entreißen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Zelda noch mehr antut. Beeil dich, Apu, wir müssen Fatih aufhalten. Geht sofort los. Au, bumm, au. Achso. Bin wieder voll anwesend. Ich hab bloß mal kurz ein bisschen an der Heizung gedreht. Lalalalalalala. So. Und wie wir merken, die Musik ist schon ziemlich dramatisch geworden. Und ja. Hier sieht es auch ein bisschen anders aus. Oh nein! Das ist ja. Alle sind zu Stein geworden. Der Minister, die Soldaten, genau wie Zelda, das ist offensichtlich Fatihs Werk. Seine Grausamkeiten. Grausamkeit kennt keine Grenzen. Apu, nun ist es Zeit, mit der Macht des Schwertes der Vier den Fluch zu brechen. Ah, Apu, wir sind gerettet. Danke, hier sind schreckliche Dinge passiert. Der König, der sich so merkwürdig benommen hat, war in Wirklichkeit Fatih. Wir wurden einer nach dem anderen von Fatih versteinert und dann griffen die Monster an. Was ist nur mit diesem Schloss geschehen? Ja. Was ist nur geschehen? Der Minister. Ich weiß gar nicht mal, wie ich den gesprochen habe. Ah, Apu, es ist schrecklich. Fatih ist mit der versteinerten Zelda auf das Dach geflohen. Er führt sicher Böses im Schilde. Du musst ihn aufhalten. Was hast du zu sagen, Meister? Der richtige König von Hyrule ist hier irgendwo eingesperrt. Bitte suche und befreie ihn, wir kommen gleich nach. Ja, ja, du wieder Eier schaukeln. Dunkles Schloss Hyrule. Was ist denn das? Ist das hier wirklich das schöne Schloss Hyrule? Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass Fatihs Kräfte so viel Unheil anrichten. Der König und Zelda sind in Gefahr. Beeil dich, Apu. Bin auf dem Weg, DL. Ich wechsle erstmal auf das Schild. So, ja, wir gehen mal hier lang. So, ich denke mal drei Feen erstmal. Und komplett Ammunition aufgestockt. Durfte erstmal langen fürs Erste. Ja, und wir haben hier jetzt Moblins. Und Feuerbarrieren. Ja, ja, die Feuerbarrieren. Okay, hier geht's nicht lang. Ja, das hängen, da ist noch irgendwas versteckt. Gesehen nach oben. Aber wir gehen erstmal in das neu entstandene Loch. Können uns jetzt zwar zum Minig machen, aber ich weiß nicht, was es uns bringt. Gehen wir nach unten. Ich habe gerade blau gebrannt. Hier kommen wir oben. Hier ist Minig mit. Warum?
Da ist der versteinerte König. Nee, geht nicht durch. Ich muss als Minich irgendwie runterkommen, quasi. Was ist denn hier unten noch so los? Hoppala. Ich lasse erstmal meinen Boomerang ausgerüstet, die sind doch effektiver gegen die Viecher. Ach, da kann ich hier runter. Ah, okay, ich weiß. Ich weiß jetzt Bescheid. Ich weiß Bescheid. Wir müssen uns jetzt minischisieren. Ich kann jetzt durch die Wand gehen. Aufpassen, dass uns keins von diesen Feuerwesen besiegt, hätte ich jetzt fast gesagt. Hier runter jumpen. Boah, du bist scheußlich. Jetzt sind wir nämlich in dieser einen Zelle, wo ein Schalter ist. Auf den können wir natürlich gleich erstmal drauf hopsen. Und da werden die Zellen geöffnet. Flup. So, Günther. Ah, Apo, du hast mich also gerettet. Aus dir ist wahrlich ein Held geworden. Während ich verständet war, sind im Schloss schlimme Dinge passiert. Ist das alles Fatis Werk? Ich bin der König und ich muss Fati besiegen, doch ich kann nicht gegen ihn nichts ausrichten. Apo, du hast das heilige Schwert. Du bist unsere einzige Hoffnung. Bitte rette Zelda, mit diesem Schlüssel kommst du aus dem Verlies. Jawohl. Ich finde, von der Farbgebung her ist das Schloss so schöner. Aber das ist natürlich bloß meine bescheidene Meinung. So. Boah. Einfach nur eine Trapdoor. So viele Trapdoors hier. Geht ja mal gar nicht. Da war so ein paar Würmer her. Und hier haben wir erstmal die Kiste mit der Karte. Die Schlosskarte quasi. So, jetzt wollen wir mal schauen. Das sieht aus wie der Thronsaal. Mit Moblins. Nee, das ist noch nicht der Thronsaal. Mal rechts lang, hier haben wir noch so einen Bogenschützen. Und mal kurz betäuben, damit wir den umhauen können. Und hier geht's nicht weiter. Eine Sockgasse. Das war knapp.
Na! Wollen die mich schon mobben oder was? Na. Geht doch. Alter, Alter, ey. Mobbingkreis hier. Komm, geh weg, eiskaltes Händchen. Ich mag keiner. Fliegende Krüge. Ach ja. Na. Machen wir es halt so. Oh, diese Bastarde schon wieder, ja. So. Okay, 4 Schalter. Man kann natürlich auch gekonnt gegen die Wand rennen. Ah, jetzt. Dummes Gesicht, ey. Elendes, dummes. Ein Schlüssel. War denn da jetzt noch eine Tür? Das mich schon so herunterschickt, wo das wohl hier irgendwo gewesen sind. Bin ich von hier gekommen? Ja. Das war bloß das. Too much things are there. Wo hab ich diesen hässlichen Schlüssel einzusetzen? Pff. Ah, die leben immer noch in ihrer Scheinwelt. Ah, ist schon geil. Ah, hier. Diesmal keine Trapdoor. Ah, das ist jetzt die Seite. Ja, aus allen Richtungen, ist okay. Oben sind auch noch zwei. Blöde Sau. So. Ich warte bestimmt auf den 4 Punkten. Nein, auf den 4 Eckpunkten.
oder so ähnlich. Aber ich kann ihn mit einem Schwerthieb auch alle wegklasseln. Ist okay. Okay, ich sehe. Ich muss mich erst da reinfinden in dieses Dingens. Ich sehe aber auch, die Folge ist schon wieder eine halbe Stunde lang. Also war's das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht die letzte, ich weiß es noch nicht. Macht's gut, haut rein und adieu. Tschüss.